Wir infiltrieren Schloss Hyrule. Willkommen zurück bei Zelda Four Swords Adventures. Eine neue böse Macht ist im Schloss aufgetaucht. Darüber wurden wir bereits informiert. Und nun wollen wir die Sache klären. Frage ist bloß, wo kommt sie her? Wer ist es? Und werden wir erneut eine Maid retten? Ich meine, das erste Boss-Level war ja... Oh, eine Faust hier, cool. Das erste Boss-Level war ja bereits Schloss Hyrule und wir haben die erste Maid dort gerettet. Und nun, naja, ist es eben nochmal Schloss Hyrule. Oh, 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 Vorsicht. Da sind schon wieder diese verdammten Lichtkegel. Genau wie beim Friedhof. Wir dürfen keinen Lärm machen. Sonst wird's schwer, aber warte, wie soll ich denn da überhaupt durchkommen? Ah, okay. Man muss sich ein bisschen geschickter anstellen. Oh! Okay, gut zu wissen. Gegner besiegen darf ich. Da reagieren die Lichtkegel nicht drauf. Aber auf Krüge. Das musste ich feststellen. Als wir im Friedhof-Level ein paar Krüge zerdeppert haben. Ja, da haben wir uns durchgewurschelt und erst im letzten Moment... Yeah, geil. Ein Herzcontainer. Wurden wir erwischt. Weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass man das hört. Aber es ist wohl so. Okay, jetzt selbe Situation wie vorher. Ich versuche nur vorher mal die Fledermaus beiseite zu schaffen. Jetzt ist der Lichtkegel allerdings auch ein bisschen weiter nach unten geschwiffen. Also ich hatte durchaus bessere Chancen. Was ein Idiot. Oh nein, spring ins Wasser! Wow, eigentlich wurde ich gesehen, aber ich bin doch noch irgendwie unentdeckt geblieben. Fragt mich nicht wie. Oh, fuck. Ach so, weil wahrscheinlich nur der grüne Link zählt. Alle anderen können machen, was sie wollen. Die können vom Lichtkegel nicht erfasst werden. Sehr schön. Dann gönne ich mir mal den 100er und versuche jetzt hier unentdeckt wieder wegzukommen. Aber ein bisschen unlogisch ist es schon, muss man sagen. Ich meine, die anderen sind ja nicht unsichtbar. Die sind ja trotzdem da. Aber ja gut. Wenn ich das jetzt kritisiere, dann müsste ich auch kritisieren, dass die anderen Links keinen Schaden nehmen bei egal was, bei Kämpfen oder whatever. Weil verletzlich ist ja wirklich nur der Grüne. Außer man macht eine Formation. Denke, das gilt aber auch nur für den Singleplayer. Also wenn wir jetzt Multiplayer spielen würden und die anderen Links geräten in den... Ah, da sieht man es auch nochmal. Mit den Krügen. Schattenlink macht's vor. Die anderen Links würden in den Lichtkegel geraten und wir spielen Multiplayer, dann glaube ich, wäre es aus. Aber wir sind nicht so dämlich. Und laufen hier straight durch wie ein Pro. Warte mal, was war denn da oben? Oder geht's da weiter? Ah, ich bin gerade nicht sicher. Aber das Schloss ist ja offensichtlich in nördlicher Richtung. Also denke ich schon, dass hier irgendein Bonus sein wird. So ist es auch. Okay, dann wird das jetzt ziemlich tricky, da durchzugelangen. Aber wir kriegen nochmal einen Herzcontainer. Und einen 100er. Läuft doch bis hierhin. Und macht auch mal Spaß, so eine Infiltration zu haben. Erinnert mich halt auch so ein bisschen an The Wind Waker. Mit der vergessenen Bastion, oder wie sie hieß. War sie schon so der erste... Ja, nicht Dungeon. Aber der etwas, ja, wichtige Ort. Ihr wisst selber, was ich meine. Wobei, stimmt, das war ja eigentlich ein Dungeon. Ich muss mich korrigieren. Aber... Oder? Kann man das so sagen? Nee, es war, glaube ich, kein offizieller. Es gab dort einen Bosskampf und man musste da auch nochmal zurückkehren. Ey... Blöden Geister. Aber ich glaube, das zählt nicht als Dungeon. Die vergessene Bastion. Naja, sagen wir, es ist kompliziert. Okay? Es ist kompliziert. Naja, jedenfalls haben wir jetzt das Schloss erreicht. Das ist das, was wir wollten. Und jetzt wird es ein bisschen abgespaced, habe ich das Gefühl. Also eine Formation... Kann ich mir, denke ich, an der Stelle sparen. Bietet viel zu viel Angriffsfläche. Aber immerhin kann ich jetzt die Krüge zerdeppern, ohne dass ich mir Gedanken machen muss.
Hier gibt's keine Lichtkegel mehr. Okay, lasst uns erstmal zu der Truhe gehen. Ich glaube, das muss ich sogar, weil das sieht mir so aus, als wäre das der Schlüssel. Stein lässt sich natürlich nur von oben verschieben. Na gut, kein Problem. Wir machen das schon. Frage ist, kommen die Dinger jetzt raus? Ja. Das ist natürlich nicht geplant gewesen. Oh, vor allem nicht in der Konstellation. Ich glaube, ich komme ja nicht drum rum, Schaden zu fressen. Wie gut, dass wir mehr als ein Herz haben. Deutlich mehr als ein Herz. Weil... Oh. Da ist eine Mondperlenstelle. Sieh mal an, es geht also wieder in die Schattenwelt. Okay. Vorher müssen wir aber die Mondperle finden oder auch erkämpfen. Wir schauen mal. Okay. Ich glaube, wir brauchen Bumerang oder Pfeil und Bogen, bevor wir in dem Raum weitermachen können. Also setzen wir erstmal hier an. Ach, da ist auch ein Schalter. Ja, jetzt habe ich es zu spät gesehen. Okay, warten wir eine Runde. Und jetzt haben wir die meiste Zeit, um den Hebel zu betätigen, was hiermit getan wäre. Boah, trotzdem sehr knapp. Und da ist sie auch schon, die Mondperle. Perfekt. Da unten hat man übrigens noch weitere Gegner gesehen, die sich in der Schattenwelt befinden. Auf die werden wir also gleich treffen. Oh nein, warum sind denn die Dinger wieder da? Moment, da warten wir jetzt einfach kurz ab. Genau, schieben das beiseite und zack. Kein Problem. Gut. Und wenn ich richtig liege, dann sollte hier jetzt irgendwo Pfeil und Bogen verfügbar sein. Oder irgendwas anderes, womit wir die Schalter in der Ferne, in dem dunklen Raum betätigen können. Bis jetzt gab es noch keinen Enterhaken übrigens. Das fand ich so ein bisschen strange. Aber ich liege richtig mit Pfeil und Bogen. Den da links nehme ich mal lieber nicht, weil da tanzen die ganzen Gegner rum. Nehmen wir uns einen sicher gelegenen hier auf der rechten Seite und dann können wir eigentlich die Schattenwelt wieder verlassen. Ich glaube, hier gibt es ansonsten nichts, oder? Ist der Bereich hier ja. Der ist abgesperrt, wir kommen da nicht auf die andere Seite. Muss aber auch nicht sein. Ich bin ja schon zufrieden mit meinem Pfeil und Bogen. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, wieder den richtigen Moment abgepasst. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Antifeen auf einmal gesehen. Holy shit. So. Und nun tasten wir uns mal vor. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, hier ist schon mal nichts. Oh shit. Das geht natürlich nur auf Zeit. Also hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Wow. Mit dem dritten Herzcontainer. Wahnsinn. Haben wir schon mal so schnell alle Herzcontainer gefunden? Ist ja übelst krass. Ach so. Ich kann trotzdem da stehen bleiben. Ach, okay. Ich dachte, ich würde in die Tiefe fallen, wenn der Boden verschwindet. Aber er ist dann nur unsichtbar. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Da komme ich mit klar. Unten war, glaube ich, gar nichts. Oder ist das ein Schalter, den man aktivieren muss, um die Tür zu öffnen? Nee. Das sieht ganz klar nach Schlüsselloch aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ja, müssen wir das so machen. Kein Thema, da ist der Schlüssel auch schon. Ich öffne mal die Tür, gehe aber nochmal nach oben, weil ich wissen will, ob da... Na, mach mal Licht an, bitte. Ob da was ist? Nee. Hätte ja sein können. Allerdings, selbst wenn, wir haben keine Bomben. Und hier müssen wir doch garantiert durchs Feuer durchschießen. Ja. Ach, wie cool. Ist echt atmosphärisch, ich mag das. Aber was sind das für Räume? Das sind komplett neue Räume, die es in der Link to the Past nicht gab, ne? Aber beim ersten Besuch... Oh, ich brauche eine Lampe. Beim ersten Besuch in Schloss Hyrule war das alles ja noch sehr klassisch eingerichtet. Da geht's raus? Oder warum sind das so komische Türen? Keine Ahnung, ich muss da auf jeden Fall raus. Ja, tatsächlich. Irgendwo ist ein Schlüssel. Hier bestimmt noch nicht, oder? Doch? Na gut.
Oha. Ah, ne. So schwer ist es gar nicht. Ich habe mir jetzt schon fast in die Hosen geschissen, aber genau genommen war die Passage einfacher als alles davor. Und da ist die Lampe. Das ging ja schnell. Okay. Ja, dann lösen wir mal hier das Rätsel, weil ich glaube, wir müssen die alle gleichzeitig anzünden. Sieht zumindest danach aus. Ja, das öffnet die Tür. Und wir kommen tiefer ins Schlossinnere. Was ist das denn? Kommt jetzt ein Zwischenboss? Diese Maske, die erinnert mich aber an den Boss, den wir schon am Friedhof besiegt haben. Okay, es kommt auf jeden Fall irgendwas auf uns zu. Jetzt sag bloß, man kämpft nochmal gegen den. Aber unter erschwerten Bedingungen. Guckt euch mal die Spikes da an der Seite an. Nee. Das muss sein Bruder sein. Oh, und der kann die Lampen wieder auspusten. Eieiei. Das macht er wahrscheinlich, wenn ich zu lange brauche, oder? Ja, so ist es. Wobei, nee, der pustet nicht alle aus. Oder doch? Ja, selbst wenn, ich bin ja schneller als er. Der braucht ja eine halbe Ewigkeit dafür. Gleich brennen die wieder alle. Ach, ich kann auch durch ihn durchlaufen. Oder? Kann ich nicht? Nein! Verdammt, warum bin ich so lahm? Das ist auf jeden Fall ein Boss, der ist eher für einen Multiplayer geeignet. Weil ich habe gerade immense Schwierigkeiten, alle Fackelstellen zu erreichen. Weiß aber auch erst seit eben, dass ich durch ihn durchlaufen kann. Ich dachte nämlich, der würde mir Schaden machen. So, jetzt ist er sichtbar. Und kassiert! Nicht? Ach so, Moment! Ich glaube, das soll so sein! Dieses Ding hier! Das ist doch das Teil, was schon in dem anderen Geist steckte, oder? Das ist doch... Boah, macht der Schaden, Alter. WTF. Hey! Mann, warum verprügelt er mich so? Okay, der ist richtig böse. Aber ja, das ist doch der. Ich habe mich gewundert gehabt, warum der geflüchtet ist. Jetzt weiß ich's. Der hat diesen Geist also nur gesteuert. Und genau das gleiche macht er bei ihm hier auch. Okay, du bist nur die Hülle, die wir halt ein, zweimal verprügeln müssen, um in ihn hineinzukommen. Okay, dann machen wir jetzt mal diese Formation hier, weil dann biete ich, glaube ich, weniger Fluchtmöglichkeiten für das Scheißteil. So ist es. Ja, so kriegt er bei weitem mehr Damage. Und ich schütze mich selber. Besser als vorher. Hä? Wann beginnt er denn zu blasen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn er mich entdeckt, also wenn er mich so frontal sieht oder was? Aber ich muss ja straight durch ihn durchlaufen, weil sonst brauche ich zu lang. Ja, wie auch immer. Es braucht halt ein paar Anläufe, aber an sich komme ich eigentlich klar mit dem Boss. Die drei Herz-Container, die wir gefunden haben, die sind aber auch nicht ohne Grund in dem Level recht einfach zu bekommen. Ah, jetzt ist er down. Aber man muss schon sagen, der hat mir, glaube ich, mitunter am meisten Schaden gemacht. Das kam jetzt vielleicht gar nicht so rüber, aber das war schon knackig. So, und jetzt haben wir die 2000 Forstkristalle am Start. Das Böse kann gebannt werden. Also was auch immer sich hier noch verbirgt. Es wird... Das war der Boss? Nee. Das ist ja... was? Vor allem, das ist ja dann mit weitem Abstand der kürzeste Part. What? Manche dauern 30, 40 Minuten und andere 15. Hä? Also war dieser komische Knirps
die böse Macht, die hier eingefallen ist? Klär mich auf, liebe Maid. Link, danke. Du bist meine letzte Hoffnung. Und die von ganz Hyrule. Warte. Ist dies das blaue Königsjuwel? Die stammen übrigens aus The Legend of Zelda Minish Cap, wie ich aus den Kommentaren weiß. Cool, dass sie hier auch eine Verwendung finden. Wie ist es in deinen Besitz gekommen? Ist dem so? Die Ritter von Hyrule. Also selbst die Juwelen sind jetzt... Link, wir müssen Vertrauen in die Macht des Lichts haben und darin, dass wir alle Hindernisse, die vor uns liegen, überwinden. Das Licht verließ meinen Wald. Finsternis bedeckt ihn wie ein Leichentuch. Okay, krasser Vergleich. Link, gehst du in den Wald? Vielleicht findest du dort ein paar Antworten. Im Herzen des Waldes ist ein Tempel. Dort findest du den Schattenspiegel. In grauer Vorzeit wurde Hyrule von einem Stamm des Bösen heimgesucht. Doch er wurde besiegt und in den Spiegel verbannt. Den Spiegel, das Gefängnis dieses Stammes, verbarg man im Waldtempel, auf dass er für immer aus dieser Welt verschwinde. Der Schattenspiegel darf niemals in die Hände eines bösen Herzens geraten. Link, in den falschen Händen ist der Spiegel eine Gefahr für alle. Nur dir können wir vertrauen. Hole den Schattenspiegel aus dem Palast und bewahre ihn auf, bis Prinzessin Zelda in Sicherheit ist. Bitte, du bist die Einzige, der es schaffen kann. Doch zunächst auf in den Wald. Oha, krass. Jetzt spielt Twilight Princess dann doch noch eine etwas größere Rolle in diesem Game. Ist ja dieselbe Zeitlinie, wie gesagt, nur viele, viele Jahrhunderte später. Schattenspiegel wurde schon vorher mal erwähnt. Und jetzt wird das Ganze zentraler. Und dieses Volk, was verbannt wurde, ist doch mit Sicherheit dieses Schattenvolk, das auch Santo angeführt hatte, nicht wahr? Krass, Alter. Aber das ist voll lächerlich so. Das war das kürzeste Boss-Level von allen. Und ich habe nicht mal gemerkt, dass das der Hauptboss war. Und darf ich mal fragen, wie man überhaupt vor dem Kampf 2000 Force-Kristalle haben soll? Geht das überhaupt? Alles sehr komisch. Oha! Welt 5 heißt die Schattenwelt. Oh, Twilight Princess Fans sollten dranbleiben und alle anderen bitte auch. Denn es wird krass. Bis demnächst.